Herzlich willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Rechten und Pflichten im Internet. In den nächsten Minuten werden Sie erfahren, mit welchen rechtlichen Problemfeldern sich das Internetrecht befasst. Einen besonderen Fokus werden wir auf die Bereiche Urheberrecht, das Recht am eigenen Bild und den rechtlichen Umgang mit YouTube-Videos legen. Des Weiteren werden Sie die Plattform www.saferinternet.at kennenlernen. Heikle Themen im Zusammenhang mit dem Internet betreffen alle Menschen, die das Internet nutzen, ob beruflich oder privat. Das Internetrecht oder auch Online-Recht befasst sich mit allen rechtlichen Problemen, die bei der Verwendung des Internets auftreten können. Das Internetrecht ist kein eigenes Rechtsgebiet, sondern die Schnittstelle mehrerer Rechtsgebiete wie Zivilrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, Strafrecht, Datenschutzrecht oder Medienrecht, um nur einige Gebiete zu nennen. In den Bereichen des Zivilrechts fallen alle Probleme, die beim Online-Shopping und beim E-Commerce auftreten können. Das Wettbewerbsrecht behandelt unter anderem den Bereich der Online-Werbung. Das Urheberrecht soll generell die Rechte von UrheberInnen in all ihren Facetten schützen. Gegenstände des Strafrechts sind unter anderem Pornografie, Computerbetrug, Volksverhetzung oder das Ausspähen von Daten. Das Medienrecht beschäftigt sich unter anderem mit Sorgfaltspflichten bei Telemedien und mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen. Das Urheberrecht ist wohl der Teilbereich des Internetrechts, mit dem sich Schulen am meisten auseinandersetzen. Von Seiten des BMB und Initiativen wie Safer Internet stehen zahlreiche Handreichungen zu diesem Thema zur Verfügung. Aus Sicht von PädagogInnen stellt sich aber immer wieder die Frage, welche Texte, Bilder oder Videos aus dem Internet darf ich im Unterricht und für meine Unterrichtsmaterialien verwenden? Für SchülerInnen sind vor allem Themen wie Download von Videos und Musik sowie das Zitieren von Internetquellen wie beispielsweise Wikipedia interessant. Prinzipiell lässt sich zu Texten, Bildern oder Videos aus dem Web sagen: Nicht alles, was sich kopieren lässt, darf auch kopiert und für eigene Zwecke verwendet werden. Ganz im Gegenteil. Alle im Internet veröffentlichten Werke unterliegen dem Urheberrecht, das die Rechte der Autorinnen und Autoren an ihren eigenen Werken aus Literatur, Kunst und Wissenschaft schützt. Worauf es bei der Weiterverwendung von Texten, Bildern oder Videos ankommt, ist die Lizenz, unter der das jeweilige Werk steht. Handelt es sich um eine Creative Commons Lizenz, so darf das Werk unter unterschiedlichen Bedingungen weiterverwendet und zum Teil auch verändert werden, ohne beim oder bei der UrheberIn ausdrücklich um Erlaubnis fragen zu müssen. Will man ein Werk verwenden, das unter keiner CC-Lizenz steht, muss die Zustimmung des oder der Rechteinhabers oder Rechteinhaberin eingeholt werden, idealerweise schriftlich. Zitiert man Texte aus dem Internet, so ist das Zitat als solches zu kennzeichnen und folgende Angaben zu treffen: Autorin oder Autor und Titel, URL und Datum des Abrufs. Eine Besonderheit des österreichischen Urheberrechts ist das Recht am eigenen Bild. Dieses schützt fotografierte Menschen vor ungewollter Veröffentlichung des eigenen Bildes. Dies ist bereits der Fall, sobald eine Person auf einem Foto, das zum Beispiel auf Facebook publiziert wurde, erkennbar ist. Besonders heikel ist das Veröffentlichen von Fotos, auf denen Personen in für sie nachteiligen Situationen, zum Beispiel betrunken auf einer Party oder in peinlichen Posen zu sehen ist. Die generelle Empfehlung lautet also: Vor jeder Veröffentlichung eines Fotos, auf dem andere Menschen zu sehen und zu erkennen sind, ist deren Zustimmung einzuholen. Ausnahmen gelten zum Beispiel für Aufnahmen von öffentlichen Plätzen oder Sehenswürdigkeiten, bei denen Passantinnen zu sehen sind. Das Recht am eigenen Bild gilt übrigens nicht nur für Fotos, sondern auch für Bildunterschriften, Begleittexte und den Gesamtzusammenhang der Veröffentlichung. YouTube ist die Social-Media-Plattform Nummer 1 von Kindern und Jugendlichen.
Neben dem Konsumieren von Videos aller Art, von Schminktipps bis hin zu Snowboard-Stunts, werden Jugendliche auch immer öfter selbst zu YouTubern, also Produzentinnen und Produzenten von Videos und Betreiberinnen und Betreiber eigener YouTube-Kanäle. Zwangsläufig wirft sich die Frage auf, was auf YouTube denn eigentlich alles erlaubt ist und was nicht. Auch hier hilft das Portal Safer Internet weiter. Darf man YouTube-Videos zum Beispiel herunterladen und auf einer Party oder im Klassenzimmer zeigen? Die vielleicht überraschende Antwort ist ja, allerdings mit einigen Einschränkungen. Nur legale Videos dürfen runtergeladen werden, sprich Videos, die rechtmäßig zum Beispiel von einem YouTuber erstellt und hochgeladen wurden. Heimliche Mitschnitte von Kinofilmen sind beispielsweise keine legalen Videos. Die heruntergeladenen Videos dürfen weiters nur für den Privatgebrauch verwendet werden. Das Zeigen vor einer ganzen Schulklasse oder auf einer großen Party wird als Vorführung im öffentlichen Bereich deklariert und ist somit eine Verletzung des Urheberrechts. Im Zusammenhang mit schulischen Lernplattformen oder Blogs stellt sich immer öfter die Frage, ob YouTube-Videos eingebettet, also über einen HTML-Code in eine Webplattform integriert werden dürfen. Dies ist generell erlaubt, dass sich der Inhalt der Videos nach wie vor auf YouTube befindet. Es ist allerdings wichtig, darauf zu achten, welche Inhalte die integrierten Videos haben, da man für das Teilen und Weiterverbringen von illegalen oder hetzerischen Inhalten belangt werden kann. Die Frage, ob man selbstgemachte Videos auf YouTube veröffentlichen darf, kann mit einem klaren Ja beantwortet werden, allerdings nur, wenn das Recht am eigenen Bild berücksichtigt wurde und die Videos keine bedenklichen Inhalte wie zum Beispiel Verhetzung oder Kinderpornografie enthalten. Zur Thematisierung der verschiedensten Rechtsthemen mit SchülerInnen empfiehlt sich die Plattform www.saferinternet.at bzw. die eigens für Jugendliche entwickelte Subseite www.staysafe.at. Neben Ratgebern, Leitfäden und Tipps finden sich auf dem Portal auch Unterrichtsmaterialien, eigene Handouts für LehrerInnen und sogar Online-Kurse und Videos, die sich zum Beispiel perfekt für Supplierstunden eignen. Sie wissen nun, mit welchen rechtlichen Problemfeldern sich das Internetrecht befasst und kennen die wichtigsten Problemfelder in Bezug auf das Urheberrecht, das Recht am eigenen Bild und den rechtlichen Umgang mit YouTube-Videos. Des Weiteren wissen Sie, welche Schätze sich auf der Plattform www.saferinternet.at finden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.